Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, und einer neuen Aufnahmesession, ja. Genau. Ja, wir wollen weiter questen, wir wollen Level 25 erreichen und zu einem Erzberserker werden, aber das ist gar nicht so einfach. Und questbedingt müsste man das Viech davon klatschen, das ist verdammt schwer. Jo. Ray ist dafür sogar ein bisschen zu schwach. Ich bin schon überlegen, ob wir einen anderen Begleiter wählen. Vielleicht Duras. Oder Arx. Weil mit ihm haben wir, glaube ich, keine Meter. Wir könnten auch versuchen, ein bisschen in der Gegend herumzulatschen und zu hoffen, dass wir neue Quests kriegen. Weil auf die Dauer geht das so nicht weiter. Ja. Kurz und knapp. Bin echt am Überlegen, ob wir schnell unseren Begleiter wechseln. Lass es mal, ich probiere es einfach mal. Vielleicht haben wir mit einem anderen Gefährten mehr Glück. Aber wen wähle ich? Wahrscheinlich ist es auch ein Blödsinn, was ich da mache. Aber ich denke, ich werde mal Duras mitnehmen, weil der mag uns momentan eh nicht so besonders. Ich habe ja seine Quest mit ihm verhaut, ne? Ich war ihm ja böse, dass er seinen Kumpel umgebracht hat. Da könnte man ein bisschen Sympathie wieder aufbauen. Schließlich habe ich ihn ja nicht verpfiffen. Naja, was soll's. Geh ins Lager zurück. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Sicher doch. Es lägt gerade ein bisschen, ich weiß, es lädt nämlich wieder. Jo, jetzt ist nur die Frage, wo ist Duras? Falk wäre auch eine Möglichkeit. Und Sir Crony natürlich auch. Ah, da ist er ja. Offenbar Herr Duras. Hast du deine große Wahl getroffen. Willkommen bei den Berserkern. Du wirst noch eine Menge Freunde bei uns haben. Das würde mich gefallen. Oh, er steht neutral zu dir. Das ist schon mal gut. Komm bitte mit. Oder? Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Ja. Wenigstens ist er schon wieder neutral zu uns. Wird schon werden. Beschaulich. Ja. Wird schon werden, dass er uns wieder mag. Hoffentlich. probieren wir es mal mit ihm. Vielleicht klappt es ja besser. Er hat ja einen ordentlichen Wumms drauf. Meint man. So. Okay. Aber ich fürchte, das Ganze ist sinnbefreit. Ja. Ich sag dir jetzt mal was. Wenn es jemals einen Arsch der Welt gegeben hat, findest du ihn hier. Wie kommst du darauf? Der Geruch spricht Bände. Ach du Heilige. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Ja. Ja. Okay. Duras Weisheiten, sehr gut. Jo. Sollte es jetzt mit Duras hier nicht besser werden, werden wir den Kerl davon wahrscheinlich später erst umrotzen können. Wir werden sehen. Ich speichere das jetzt ganze Mal. Ich weiß es noch ein einziges Mal oder vielleicht zweimal. Kommt drauf an, wie gut wir vorankommen. Vielleicht auch 50 Mal. Mal schauen. Auf jeden Fall brauchen wir dann neue Quests. Das wäre famos. Also. Ich helfe dir. Bitte. Ja. Ja, das habe ich schon gefühlt gehabt. Ich wollte eigentlich trinken. Und bin natürlich wieder super vorbereitet, nämlich gar nicht. Einmal saufen, bitte. So, die Axt haben wir schon mal. Genauso auch den Schild. Ja, du, der Duras scheint ein bisschen mehr auszuhalten. Achtung, ausweichen. Ah, das hat zu lang gedauert. Weich mal aus, weich mal aus. Aha, du, das ist schon hin. Okay. Ja, war ich nur ein Gedanke, ne? Wir hätten auch noch den Machtstoß. Der aber sich nur mit Abklingzeit einsetzen lässt. Ich glaube, wir haben ein bisschen was getroffen gehabt, ja. Gibt's da einen Schmäh für die? Ich hätte gern so ein...
Ich hätte gern irgendwas, was seine, wie soll ich sagen, was ihn ein bisschen aus dem Konzept bringt, aber das wird es wahrscheinlich nicht geben, denke ich mal. Duras hält zwar mehr aus, so ist jetzt auch nicht gerade das Beste für das Viech davon. Vielleicht wirklich mit brachialer Gewalt und nimm Stim, was unser Körperschild, warte mal, plus 10 Rüstung. Heilung hätten wir auch noch, unverkäuflich. Zauberspruch. Oh. Okay. Wann hatte ich das denn? Es wirkt wahrscheinlich nur einmal, ne? Aber 75 Gesundheit kriegen wir zurück. Ja, nehme ich auch mal. Hand des Feuers. Ich glaube, das lasse ich mal. Da ist mir die Waffe, glaube ich, lieber. Ah ja, die Handgranaten hätten wir auch noch. Du heiliges Kanonenrohr. Ja. Wird schon passen. Okay. Also. Das ist echt scheiße. Das ist richtig kacke. Naja, was soll man machen? Das Vieh mache ich platt. Jo, das wäre mir auch lieb. Versuch mal ein bisschen auszuweichen. Wow. Er hat mich noch nicht getroffen. Wow. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, im Kreis zu laufen. Okay, es ist schlecht, im Kreis zu laufen. Alter, aber gar nichts treffen, Kleiner. Schnell sauf was. Hui. Ich wollte eigentlich ein Stim verwenden. Hat's hingehauen? Haben wir eins? Ja, wir hatten eins. Duras? Ist er schon wieder hin? Ich glaube, er ist schon wieder hin, ne? Der Kerl macht mich fertig. Ah ja, ja, das haut nicht hin. Okay, lass mal den Kerl da mal. Ich mach's wahrscheinlich auch falsch. Aber was machen wir dann? Ich will das Viech aber tot haben, echt. Vielleicht soll ich ihn mit Handgranaten auch ein bisschen bearbeiten. Da könnte ich mehrmals schmeißen, glaube ich, ne? Gleich mal das ganze Arsenal verschossen, ne? Kann ich die einsetzen, gleich das Schild? Eher nicht, ne? Das muss ich hier draußen machen, auf der Schnelldingsbums da, ne? Gut. Wollen wir es mal? Das einmal fürs Erste. Dann die Handgranatis. Die da. Na, komm. Puh, wo tun wir die hin? Hier vielleicht? Na, gute Nacht, das wird schon wieder nichts. So. Wusch. Ja, das hätten wir mal. Dann müsste ich ganz schnell wieder ins Inventar, was aber nichts bringt, ne? Weil er greift mir trotzdem an, ne? Ja, ja. Der greift mir trotzdem an. Ja, ich wollte es noch probieren. Da wäre noch anschleichen und draufhauen eine Möglichkeit. Ich hoffe, dass du das mitmachst und dass wir mal schnell genug sind, aber der Krippel kann ja fliegen, ne? Was mache ich da? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe mich verdrückt. So. Was hatten wir jetzt für Steams? Ich habe alles vergessen. Ich hätte es mir vorher wieder mal anschauen sollen. Angriffsgeschwindigkeit, genau, den wollte ich eigentlich haben. Da haben wir nur einen, das ist echt scheißlich. Das ist ja der, passt. Okay. Also, dann versuchen wir nochmal unser Glück, ne? Also, so. Ja, würdest du? Duras, du darfst. Das Vieh mache ich platt. Bitte, das wäre mir sehr lieb. Boah. Das trifft nichts, ne? Boah, weg, 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 weg. Das Ausweichen ist halt auch extrem scheißlich, ne? Trink was. Boah. Trink nochmal. Trinkt er? Jawohl, Wahnsinn.
Ja, los, lauf hin. Weg, 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 weg. Ach, Gottchen. Ah, du, das hat schon einen Löffel abgegeben. Mir fehlt natürlich die Energie, ist eh klar. Sauf dich nieder, Freund. Was haben wir hier noch für ein Steam? Hauen wir alles rein, was wir haben. Kannst du aufstehen, Turas? Wahrscheinlich braucht er wieder ein bisschen. Ah, da sind wir schon wieder hin inzwischen. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Naja, da sind wir am Verrecken. Turas braucht eh, bis er aufsteht. Es wäre ja machbar, ne? Wenn der halt immer fliegen würde, der Grippe. Wir hätten ja fast tot, ne? Es wird nur ein paar Schläge fehlen. Ich glaube, ranschleichen wäre schon bald gesünder. Wirklich beinhart ranschleichen und versuchen, so niederzuknüppeln, ne? Es ist halt echt lästig. Muss man schon sagen. Vorher noch ein Steam reinhauen und dann niederknüppeln probieren, so gut es geht. Dann werde ich hier nochmal schnell speichern, weil wir schön nah an dem Kerl dran sind. Boah, ey, da kriegst du einen Herzinfarkt. Ich glaube, ich werde eine Reserve versuchen, ne? Reservespielstand, wenn ich sowas noch haben du. Nein, ich glaube nicht, ne? Dann borge ich mir den 16er dabei aus. Für den Fall der Fälle, dass wieder alles scheißlich ist, dass wir wenigstens abhauen können. Jo. Und er fliegt schon wieder. Und das geht schon wieder auf die Gosche. Duras! Grillschlange, Idiot! Sauf! Mach, hau drauf! Mach, hau drauf! Wow, flieg weg! Oder auch nicht. Du ihn treten, schlagen, irgendwas. Wir haben keine Energie. Wieso haben wir niemals Energie? Trink! Du, das ist schon wieder hin, gell? Ja, ja. Weg! Ach Gottchen, ey. Trinken. Lauf! Dieses Elektro-Scheiß-Ding da geht mir auf den Keks. Jetzt ist er fast hin. Jetzt bin ich aber fast hin. Wow, jetzt hätten wir fast gehabt, ne? Ja, ja. Wegen einem Schlag. Und du, das ist wieder irgendwo verreckt, ne? Ja, klar. Aber es geht. Wir schaffen's. Wir kriegen's hin. Schaut nicht schlecht aus. Bisschen mehr Glück wäre nicht schlecht. So. Ein bisschen mehr Glück. Komm, tu das. Mach was. Trink! Um Himmels Willen, trink! Meine Güte. Jetzt ist es wieder schlechter. Jawohl, du Schrottkiebel, du Enendiger. Geht ja. So, her mit deinem Klumpert. Ausgezeichnet. Dieses Teil wird noch einmal wichtig. Gott sei Dank, so schnell speichern. Ha, geht ja. Nach 50 Versuchen, alles gut. So, schnell speichern, gutes. Du heiliges Kanonenrohr. Na echt. So, wir müssen, glaube ich, jetzt zurück in unser Lager, ne? Ja. Also, ab in die Mitte. Schön, hat dir hingehauen. So, danke Duras fürs Helfen. So. Na la 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 la. So, wir mischen darüber. Ich glaube zu dem Schrotttyp, ne? So, sprint, sprint, sprint. Boah, ey, bin ich froh, dass das Viech jetzt hin ist. Geht ja. Ein bisschen Glück braucht man und dann haut er schon hin. Servus. Bist du das? Du hast ein Lager bei uns aufgeschlagen? Ja. Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Dann willkommen auf dem Präsentierteller des Wahnsinns. Große Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Bekloppte wie uns. Ja, das nennt man arbeiten gehen, ne? Was? Ich habe einen Kampfkoloss der Baureihe 7300 in Ignadon erledigt. Ich habe einen Kampfkoloss der Baureihe 7300 in Ignadon erledigt. Tatsächlich?
Dann muss er wohl völlig hinüber gewesen sein. Wenn du ihn dir genauer angesehen hättest, dann müsste dir der überdimensionierte Hydraulikkondukt aufgefallen sein. Ich würde einiges dafür geben, wenn ich so einen hätte. Na dann bitte. Hier ist der Hydraulikkonduktor, den du suchst. Was denn? Du hast ihn? Wow! Oh, jetzt bin ich platt. Danke, ja. Mann. Gern. Moment. Ich gebe dir den Konduktor und du holst den abgestürzten Gleiter aus den Bergen hierher. Was denn? Sagtest du nicht? Ja, ich weiß, was ich sagte. Na gut, dann bist du mir aber was schuldig, dass das klar ist. Über deine Bezahlung reden wir, wenn du mit dem Gleiter wieder hier bist. Na schön, ich trommel ein paar Jungs zusammen. Bitte. Wir sehen uns bald wieder hier, okay? Sehr gerne. Ja, endlich mal eine ordentliche Herausforderung. Aber eins schon mal vorweg, die Hälfte der Maschine gehört mir, klar? Also immer diese Forderungen, ne? Wirstelsierer. Ja. Schön. Das hätten wir, ne? Wo will er denn hinstellen? Da wahrscheinlich, ne? Gut. Schlafen gehen braucht man nicht. Fesch, wir können uns eine neue Quest aussuchen, ne? Ja, geht doch. So, ein bisschen schimpfen und dann geht's schon wieder. Der Weg des Erzberserkers, sind wir gerade dabei. Gefährten für eine Handvoll Splitter. Ray hat aber nichts für uns. Was haben wir hier noch? Die Macht der Mitte. Das wäre super. Das Lager der Mitte. Ja, das wissen wir schon. Mit wem soll man da sprechen? Da drüben wahrscheinlich. Heureka mit Lloyd wahrscheinlich, ne? Hui. Duck. Ja, Herr Lloyd. Harley wird sich ab jetzt um meinen abgestürzten Gleiter kümmern. Aha, okay. Harley wird sich ab jetzt um meinen abgestürzten Gleiter kümmern. In der Tat. Wenn das Ding einmal richtig läuft, wird es uns noch nützlich sein. Mhm. Hoffentlich wird es nicht von gierigen Geiern entdeckt, bevor es richtig einsatzfähig ist. Ich schätze, damit hast du dem alten Harley einen großen Gefallen getan. Ja. Gut. Du hast wirklich alle durch deine Taten überzeugt. Ich hatte keine Zweifel, dass dir das gelingen würde. Dann kommen wir nun zu dem Teil der Abmachung, der in meinem Verantwortungsbereich liegt. Vom heutigen Tage an wirst du den Menschen dieser Siedlung ein leuchtendes Vorbild sein. Du hast bewiesen, dass es dein Bestreben ist, den freien Menschen von Magalan zu einer glorreichen Zukunft zu verhelfen. Ich danke nun ab und übertrage das Kommando des Lagers der Mitte auf dich, Jax. Führe uns in eine sichere Zukunft, in der freier Handel und Frieden wieder möglich sind. Wir werden sehen. Es lebe die Macht der Mitte. Hör, hör, hör. Die armen Schweine, die sind alle verloren. Supi, schön, 2000 Erfahrungspunkte dazu. Wie viel fehlt denn jetzt noch bis zum nächsten Level up? Ah, gar nicht mehr so viel. Schön. Tada, wir sind Chef. Hat jemand einen Job für mich? Ma, Gesundheit. Ja, er vielleicht. Na, nur was beibringen später vielleicht. Ich hab da mal, ich bin nicht schlau genug. Wir könnten. Haben wir Kohle? Haben wir Geld? Wir sind arm wie Kirchenmäuse, wie immer. Okay. Wir könnten hier das Lager noch weiter ausbauen, ne? Gegen Bares bei der gnädigen Frau da unten. Aber ja, wie gesagt, arm wie Kirchenmäuse. Du willst sogar das Kommando hier übernehmen, haben sie mir erzählt. Stimmt das? Ja. Ja, Mann, das ist gut. Dann passiert endlich mal was hier. Sag ruhig Bescheid, wenn wir ausrücken oder sonst was, ja? Ich bin dabei, egal wie es ausgeht, Mann. Hey, cool. Ich mag den Kerl. Der ist nett. Boah, ein ganzes Scheibtruchen voller Kürbis? Ja, du wirst nicht verhungern, das ist gut. Herr Händler, bitte zeig mir, was du hast. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Vielleicht können wir ein bisschen Ramsch hergeben, das wäre mir ganz lieb. So, was hätten wir denn zum Hergeben? Handgranaten, die will ich gern behalten, für den Fall der Fälle. Ich kann zwar nicht umgehen damit, aber ist ja wurscht. Ja, so. Was hätten wir hier? Objektsicht. Brauchen wir sowas überhaupt? Gegenstände erspüren. Die Suppe. Der Teller. Die Ahoi-Brause ist gar nichts wert. Ein Bierli ist auch nichts wert. Das Setzerbrot kann ich behalten. Die Mana-Tränke wollte ich eigentlich gern behalten.
Oh weh, und der Party ist auch schon vorbei. Ja, den Handel machen wir noch schnell. Ist ja wieder Überlänge, ne? Ihr kennt es eh schon gut genug. Hornplatte, Trophäe. Die Weiterverarbeitung dieses Materials überlässt man besser einem Spezialisten. Aha, kann man da wieder eine spezielle Platte bekommen? Erinnere mich an Gothic mit den Minecrawler-Platten. Panzerplatten, Entschuldigung. So. Minecrawler-Panzerplatten, jetzt habe ich es. Schläuchlein, ich glaube, das ist ekelhaft, aber braucht man, glaube ich, auch noch für irgendwas. Zähne, Krallen und Federn. Federn ist auch... Hä? Kann in der freien Natur oder Büchersturm gefunden werden. Also die Krallen, ich würde sagen, bis auf 9 Stück, würde ich sagen, gehen wir mal alles her. Die Zähnchen, wir brauchen ja nur 32, ne? Eigentlich für unsere Dritten. Dann Knochen. Ist auch nicht schlecht, falls mal einer bricht, kann man ersetzen, aber so viel braucht man nicht. Elektroschrötchen möchte ich gerne noch behalten, da kann man wahrscheinlich was basteln draus. Notizzetteln, also Zettelfetzen, hätten wir ein bisschen was. Öllampe kann er haben, Besen, guter Becher. Der gute Gabel, gute Messer. Alte Minzen behalten wir noch und sanftes Kobberbier auch, weil das raue braucht man nicht, das können die haben. Wir brauchen es schön weich beim Popschi. Plasmazellen behalten wir auch noch, die macht gut Damage. Glaube ich, ne, war das die? Ist ja wurscht. Plasma, Energie ist ja dasselbe. Nein, ist nicht dasselbe, ist wurscht. Ja, wir haben jetzt 2400 Elixit. Ich würde sagen, Handel akzeptieren. Eigentlich sollte ich Tränke kaufen. mal so am Rande. Bei der Gnädigsten schauen. Ich glaube, sie bräuchte jetzt immer 3000, ne? Für irgendwas ausbauen. Schauen wir mal. Was gibt's denn zum Ausbauen? Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Das ist die Frage. Oh, Werkbank der Kleriker, Outlaws. Natürliche Einrichtung kaufen. Ah, die Einrichtungen waren 3000. Ehrlich gesagt, noch nicht. Ah, hoppala. Nix, danke. Dafür reichen echt die, reicht das Bare nicht. Falls wir mit dem Ray wieder was machen müssen, ne? Das könnte eventuell ein blaues Auge geben. Gut. Also, wir sind noch lange nicht so weit, um Erzberserker zu werden. Das heißt, das stellen wir als nächstes an, ne? Wir können auch diesen komischen Kallax-Typen da noch nicht, also den Typen, nicht umhauen. Gefährten, Handvoll Splitter, Ethan. Wir brauchen Quests. Tod eines Genies, den können wir noch umhauen probieren. Diesen Konrad. Tja, schnauf und seufz, ne? Ich habe keinen Plan. Sollen wir wieder mal bei die Berserker, bei die Städten und so vorbeiklopschen? Vielleicht haben die da wieder was Neues. Ratskralle. Ein Gerät, sehr schön. Ja. Wir könnten auch hier mal im Lager vielleicht noch mit den Leuten reden. Vielleicht können die noch was brauchen. Puh, ansonsten glaube ich, wären wir da mal fertig. Da müssen wir mal in der Gegend rumschauen. Vielleicht doch wieder Ray mitnehmen für den Fall der Fälle, dass er was mit dem Steckbrief und so, ne, ihm da einleuchtet. Ich hey, Eckhart. Hörte, du bist ab jetzt einer von uns. Ja. Sieht ganz so aus. Okay. Dann sei aber auch zur Stelle, wenn es hier rund geht. Wir brauchen bei der Verteidigung des Lagers hier jeden Mann. Du hast ab jetzt hier das Kommando? Ja, und ich hoffe, dass wir miteinander auskommen. Deine Aufgabe ist es nun, die Menschen hier sicher zu führen, sie zu beschützen und nicht in den Untergang zu treiben. Schön. Meine Aufgabe wird es sein, dich dabei zu kontrollieren und umgehend zu töten, solltest du doch mal auf dumme Gedanken kommen. Danke. Okay.
Dann sind wir uns ja einig. Ja, Sir. Ja, schön. Aha, da hätten wir was. Crony, eine Kampfdrohne der Alps, steht unter meinem Kommando. Crony O4, eine Kampfdrohne der Alps, steht unter meinem Kommando. Ha! Eine Jagdmaschine der Alps. Was bringst du uns als nächstes? Ein ausgewachsenes Urtier? Wenn's sowas gibt, wäre schon cool. Ich habe das Gefühl, der verarscht uns. Ja. Schön. Wobei, ich wollte ja schon mal mit Crony losziehen, ne? Das wäre auch eine Idee. Mit unserer kleinen Drohne. Ray macht sich hier sowieso gemütlich. Alles noch dran? Alles noch dran? Auf jeden Fall. Ja, da ändert sich nichts. Wow, unser Ding ist schon da. Schaut der Gleiter. Prächtig. Ja, das. Ja, gell? Also das ist jetzt aber flott gegangen, muss man echt sagen. Hey, cool. Mit ein paar Männern. Mhm. Ich habe schon mal gedacht, dass er den Typen da, also das Teil hier herstellen wird. Cool. Also das ist echt. Vom Nahen schaut er richtig toll aus. Wo ist er denn? Da ist er. Hallo. So, Kumpel. Da ja. Ist das gute Stück. Ja. War eine ganz schöne Plackerei, es hierher zu bringen. Ja, das glaube ich. Wie sieht's denn aus? Mann, das Ding ist ganz schön hinüber. Super. Ich werde eine ganze Weile brauchen, um es wieder in Gang zu bringen. Schön. Huch. Ich wollte eigentlich den Part beenden, fällt mir gerade ein. Voll vergessen drauf. Aber das erinnert mich, machen wir noch. Hatten wir dieses Erinner mich nicht schon? Fängt zumindest gleich an. Ah. Zustandsbericht. Der Gleiter ist voll einsatzbereit. Doch gibt es noch einige kleinere Beschädigungen der Außenhülle. Wie schlimm ist es? Nichts Gravierendes. Jedoch befinden sie sich an einer Schwachstelle der Flugmaschine. Schwachstelle? Was bedeutet das? Tja, sagen wir so. Wenn man weiß, wo man ihn mit einem gezielten Schuss treffen müsste, nun, dann könnte es gefährlich werden. Ich habe keine Zeit mehr. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Den Gleiter startklar machen. Jawohl, Commander. Aha. Das ist quasi vor unserem Unfall passiert, wahrscheinlich. Bevor wir abgeschossen worden sind. Darum konnte der ihn mit so einer Waffe uns so leicht runterholen. Vom so, Himmel. Wie es jetzt ist, würde ich keinen Alp damit starten lassen. Obwohl, der Reaktor macht mir etwas Sorgen. Die Reaktorspule hält nicht mehr lange, fürchte ich. Okay. Aber egal, lass mich erstmal machen. Ich sag dir später, wenn ich noch was brauche, okay? Du bist jetzt unser neuer Anführer, habe ich gehört. Mhm. Richtig. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, was, Kumpel? Wie willst du eigentlich angeredet werden? Mit Big Daddy oder Captain? Nicht so wichtig. Andererseits, ich denke, Commander wäre passend. Aha. Aye, Sir. Dann auf gute Zusammenarbeit. Commander. Ah, ja. Er kann auch nicht aus seiner Haut, ne? Okay, jetzt müssen wir den Part schleunigst beenden. Entschuldigt bitte vielmals. Ja. Ich bin halt leider Gottes sehr oft gefesselt von dem Spielchen hier und vergesse dann meine Vorhaben, weil ich wieder von irgendwas abgelenkt werde, aber ihr kennt es mir eh schon so gut, ne? Ist jetzt ja nichts Tragisches. Ist ja nur eure Zeit, nicht meine. Na, Spaß. Spaß. Na, okay, unser Gleiter wird repariert, dieses große Teil hier. Ich hoffe, die Burschen kriegen das hin, beziehungsweise Harley kriegt das hin. Und ja, vielleicht können wir auch mal eine Runde damit fliegen. Ihr Lieben, bis dahin wird wahrscheinlich noch eine ordentliche Zeit vergehen. Auf jeden Fall auch der Part hier wird zu Ende gehen. Und zwar jetzt. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!